Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir werden in dieser Folge mal angeln gehen. Das habe ich auch schon mal angekündigt. Und das werden wir jetzt mal machen. Ich habe mich mal genauer informiert, wie das Ganze geht. Herzlich willkommen und wir sind wieder zurück. So, wir sind an den See und muss hier noch ein kleines Geschäft noch erledigen. So. Schon viel besser. So, wir sind hier an den See. Hier oben. Und die Angel und alles habe ich dabei. So, aber ich sehe gerade, mir ist doch ziemlich kalt. Glaube ich, werde mir doch mal schnell was anziehen. Aber warum um diese Uhrzeit und warum an See, warum nicht am Meer? Ich tu mal hier was einblenden. Das Ganze, was man hier sieht, ist, ja, wie sollte man sagen, die Uhrzeiten, wann welche Fische, die Chance höher ist, dass sie zubeißen. Dann halt noch, ja, welches Essen die essen. Also wie man auch da sieht, sieht man, dass zum Beispiel die Fische, die wir jetzt eigentlich fangen wollen, ist am besten mit Mais. Mais habe ich mir aber jetzt nicht gekauft. Und ich wüsste auch gerade nicht, wo man Mais besorgen könnte. Also jetzt zumindest auf die Schnelle nicht gerade. Aber ist auch egal. Ich habe die Pollys oder wie die heißen. Oder Bullies oder. Ja, die komischen Köderkram da halt. Und damit werden wir das Ganze mal versuchen, jetzt einen Fisch zu fangen. So, jetzt kann das mal rausnehmen und dann mal auch schmeißen. Man kann natürlich auch mit, welcher Taste war das? Ah, genau. Kann man auch hier nachschauen, wo Fische gerade aktiv sind. Anscheinend da ungefähr. Ja, genau, da ist zum Beispiel sind Fische gerade. Aber man kann trotz dessen auch da reinschmeißen, auch wenn man gerade keine Fische sieht. Das geht trotz dessen. Sag ich mal, es hängt natürlich nochmal von der Uhrzeit ab. Es hängt vom Wetter ab. Wir tun jetzt gerade mitten in der Nacht angeln. Wir müssten gerade so Pi mal Daumen 0 Uhr, 1 Uhr nachts haben. In-game. Und da ist die Wahrscheinlichkeit doch höher, etwas zu fangen. Da gibt es gewisse Sorten, die sind nachtaktiv. Und die versuchen wir jetzt gerade rauszuholen. Ich tue den Köder so langsam zu mir ziehen. Man muss nur mal hier dazu erwähnen, es ist halt sehr. Okay, Fisch ist entkommen. Habe ich ein bisschen zu lange gewartet. Aber ist noch alles dran. Jetzt holen wir den mal raus. Gucken wir nochmal, wo sind welche gerade aktuell da? Weiß man nicht, nicht zu weit. Ich würde auch den Köder nicht unbedingt komplett rausschmeißen, also nicht zu weit rauswerfen, weil das Problem ist, wenn man zu weit rausschmeißt und der Fisch beißt schon sehr frühzeitig an, dann muss man sehr lange mit ihm kämpfen. Jetzt müssen wir aufpassen, wir müssen rausholen gleichzeitig aber auch aufpassen, dass der uns nicht hier die Schnur und alles zerreißt.
ein bisschen so wie ein kleines Minigame, aber das ist eigentlich ein sehr entspanntes Minigame, sag ich mal. Ich mache immer bis so ein bisschen mal zu mir ziehen, dann tue ich wieder lockerer halten, dann tue ich wieder zu mir ziehen, dann tue ich wieder lockerer halten. Das mache ich die ganze Zeit hin und her, wie man aussieht. Und er kommt immer näher. Je nachdem, wie stark der Fisch ist und was das für einer ist. Das kann ich auch selbst aus meiner eigenen Erfahrung her gut erzählen. Da gibt es auch einen Zeugen dafür. Ja, das Ganze. Ich gebe auch ein Bild davon. Aber da muss ich mal gucken. Dieses Bild habe ich nicht mehr. Aber ein Freund, glaube ich, hat das Bild noch. Da muss ich den mal fragen, dass er mir das mal schicken tut. Ich habe mal einen Fisch gefangen, der war ungefähr 1,10 Meter oder 1,20 Meter lang war der. Irgend sowas, so Pi mal Daumen. Ich glaube, ungefähr 1,10 Meter, 1,15 Meter war der lang gewesen. Und der Kampf mit dem Fisch, holy shit, Alter, das hat lange gedauert. Das war wirklich der einzige heftigste Fisch, den ich jemals in meinem Leben bisher gefangen habe. Das war mitten in, Ich glaube, Anfang Winterzeit war das gewesen. Der war aber sehr gut ernährt gewesen. Ich weiß nicht mal, wie der hieß. Ah, ich bin jetzt auch kein Experte in Angelkram und sowas halt, ne? Ich gehe meistens mit einem Freund mit, wenn der Angel geht, der hat ja Angelschein und dies und das und etc. pp., ne? Ich selbst bin eigentlich nur einer, der einfach nur mitgeht und Gelegenheitsangler, sage ich jetzt mal. Und das war halt wirklich der extremste Fisch, den ich jemals in meinem Leben gefangen habe. Und der Kampf, also das ist, holy shit, ich weiß nicht genau, wie lange ich gebraucht habe, bis ich den Fisch rausgeholt habe. Ich glaube, wenn es nochmal zu einer anderen Jahreszeit gewesen wäre, hätte der Kampf vielleicht sogar noch viel länger gedauert, vielleicht. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, ich glaube, mindestens bestimmt so gute halbe Stunde oder 45 Minuten habe ich ungefähr gebraucht, bis ich den Fisch aus dem Wasser rausgeholt habe. Ich muss sogar zwischendurch mein Freund mich ablösen, weil das wirklich mega anstrengend war. Holy shit, also das war wirklich ein Kampf gewesen. Und wenn ich dieses Foto nicht gehabt hätte, würde mir das keine Sau glauben, dass ich so einen riesen Fisch gefangen habe. Ich weiß auf jeden Fall, es gibt ja so gewisse Rekorde in Deutschland. Und ich weiß auf jeden Fall, ich bin ganz knapp an den Rekordfisch. Ich weiß nicht, dass es auch regionale Rekorde gibt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich sehr nah dran gewesen an den, mit zu den großen Fischen halt, die man so fangen kann eigentlich. Oder vielmehr gesagt, fangen kann in Deutschland halt so, in so ein Gewässer. Das ist schon sehr, sehr heftig. Aber gut, nur mal so als kleine Story nebenher noch. So, wir haben auf jeden Fall jetzt den ersten Fisch. Das ist auch mein erster Fisch ins Spiel. Und das sieht doch mal ganz gut aus. Das sieht doch mal richtig gut aus. Gut, dann geht's mal los hier. Na, ein bisschen zu weit. Ich muss mal ein bisschen ranholen, wieder ein bisschen näher. So, das reicht. Und da zieht schon der nächste. Okay, der ist entkommen. So, jetzt ziehe ich. Oh, da ist wieder. Und da haben wir ihn. Jetzt mache ich wieder zu mir ziehen, dann wieder wegziehen, dann wieder. Also immer das. Die Schnur immer mal ranziehen, dann wieder lockerer, wieder ranziehen. Und das mache ich die ganze Zeit hin und her. In Real Life eigentlich müsste der Fisch mit der Zeit müde werden. Je nachdem, welcher Fisch das ist. Das hängt auch nochmal davon ab, was das für einer ist und wie groß und so weiter.
Hier weiß ich nicht, wie das genau ist, aber ich glaube, hier ist das wahrscheinlich nicht so extrem realistisch, so wie das aussieht. Hier muss man keine 20, 40 Minuten oder so mit dem Fisch rumkämpfen. Gewicht, gut, das ist ein kleinerer, ne? Willkommen auf 27 cm, keine Ahnung. Halt mal einfach mal. Brauchen was zu essen. Oh ja, der ist viel, viel kleiner auf jeden Fall. Naja, gut. Das ist halt nun mal so. Ich muss sagen, es läuft sehr gut sogar. Besser als wie ich dachte. Also die Formel, die ich da habe, die funktioniert auf jeden Fall. Anscheinend ist wirklich in der Nacht, wenn ich jetzt noch, laut der Formel ist ja, wie heißt es, jetzt habe ich das Wort vergessen. Ach, sag schon, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Shit, jetzt ist es weg. Keine Ahnung. Auf jeden Fall das andere Futter, wenn man das andere Futter nehmen würde, ist die Chance dann sogar noch höher, dass etwas am Beißen tut. Aber ich muss sagen, mit denen hier haben wir bisher eigentlich auch sehr gut Glück, ne, an Essen. Aber ich glaube, es wäre billiger, wenn man das Essen selbst sucht. Also die Köder. Wenn man die Kultur selbst sucht, das ist ja eigentlich relativ easy. Maden und Grillen findet man eigentlich sehr schnell. Die Chance ist eigentlich schon relativ hoch. Oh, der ist so ein bisschen stärker. Mal schauen, ich werde mir jetzt mal ein paar angeln. Ah, der ist aber auch nicht so groß. Ich werde mal ein paar Fische angeln. Und mal schauen, wie lange so ein Fisch halten tut. Wie viele Tage in Game. Ist der schon frühzeitig schimmelt oder nicht? Keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Ist immer schwer einzuschätzen. Aber wie schon gesagt, ich habe halt wirklich Mangel an Essen im Moment. Letztes Mal habe ich 4 Dosen gefunden. Die haben auch gut gehalten. Aber irgendwann mal ist ja auch das Essen leer. Und dann steht man da. Dann hat man auf einmal nichts mehr. Dann habe ich noch bei so einem kleineren Feld Wassermelonen mitgenommen. Das war, wo ich beim Militärflughafen war, bei den Großen. Das Video müsst ihr, ja, ist ja auch schon draußen, bevor das hier rauskommt. Und ja, da habe ich halt noch Wassermelonen gefunden. Die sind aber auch jetzt alle leer. Das ist halt zu essen. Manchmal hat man wirklich Glück und du gehst in 2, 3 Läden rein und findest wirklich mal die eine oder andere Dose. Meistens finde ich immer nur Mayo oder Ketchup oder so ein Kram oder Gewürze. Ja, gut, was will ich damit halten, ne? Ganz ehrlich. Bringt mir nichts. Nicht so viel. Oder so ein kleiner Fisch. Ja, der kann freigelassen werden, komm. Und, Alter, der ist groß, der ist groß, der ist groß. Der ist sehr groß, der ist sehr groß. Müssen Schnur geben. Oh mein Gott, der ist richtig groß. Und gerade einen Riesenfisch erwischt. Viel zu groß für die Schnur. Ja, der ist sehr groß. Oh ja. Ich weiß nicht, wie lang die Schnur ist. Ich hoffe, lang genug. Weil der zieht gerade wirklich auf brutale Art und Weise.
Oh mein Gott, Alter. Ich kann gerade nicht ranziehen, ne? Er schwimmt immer weiter weg. Ich muss ihm immer mehr Schnur geben. Ah, verdammt. Gerissen. Oh, das wäre jetzt so ein Riesen-Oschi gewesen. Shit, und die Pose ist auch weg. Nein. Gut, der Haken ist natürlich auch weg. Shit. Und ich habe keinen Ersatz. Und ich habe auch keine Nadel, nix. Habe ich. Korken habe ich noch zu Hause, aber. Ah, verdammt, ey. Naja, gut. Dann würde ich sagen, fahre ich mal wieder zurück. Also, ich habe das jetzt mal alles ein bisschen anders geschnitten. Weil ich erstmal gucken muss, wie das überhaupt nochmal ging. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, das hier reinzuziehen. Dann drückt man einfach nur drauf. Und dann läuft die Zeit auch abwärts. Dann bekommen wir eigentlich Fischfilet. Gegrilltes Fischfilet. Man sieht auch, es tut sehr schnell abbauen. Also es verderbt sehr, sehr schnell. Der Fisch genauso. Also lange haltbar ist das auf jeden Fall nicht. Ist nicht gerade sehr effektiv, ne, muss man sagen. Natürlich könnte man halt angeln gehen, bevor man irgendwie irgendwas anderes macht an den Tag. Aber da muss man sich mal für einen kurzen Moment sich Zeit nehmen. Sag ich mal so eine knappe zwischen 15 und halb Stunde. Plus noch grillen und alles. Und dann kann man eigentlich erst loslegen für den Tag. Dann hätte man was zu essen unterwegs und alles. Fischfilet kann man eigentlich normalerweise auch roh essen. Oder so. Ich bin mir aber da nicht sicher, aber eigentlich schon normalerweise. Enthält auch einige gute Sachen. Aber das Problem ist mit der Haltbarkeit halt, ne? Also Dosen sind immer noch wirklich am besten. Aber Dosen zu finden ist wirklich schwierig. Also manchmal hat man wirklich mega Glück. Und du findest dann auf einmal mal ganz schnell mal 2, 3 Stück. Und dann halten die auch eine Weile. Ansonsten findet man ja meistens in den Läden Ketchup oder andere Kleinigkeiten, wo man jetzt nicht unbedingt das, ja, man kann es nicht als Essen bezeichnen, ne? Als Ketchup oder Mayo oder sowas. Oder nur Reis. Ist jetzt nicht unbedingt das Effektivste halt, ne? An Essen. Das mit dem Kühlschrank habe ich ja auch schon mir angeguckt auf YouTube. Aber das soll ja im Moment noch ein totaler Mist sein. Das heißt, im Prinzip zum Schluss wird man wahrscheinlich dann sowas hier machen müssen. Ich werde auf jeden Fall das mal mit dem Cannabis mal weitermachen und gucken, wie viel Geld man da, also wie viel Geld man da rausholt. So, ich habe nochmal. Ich habe eigentlich schon längst die Verabschiedung gemacht des Videos, aber trotzdem mir noch was eingefallen. Ich habe ja noch Salz gehabt, weil ich eigentlich noch mal was verkaufen wollte. Aber ich habe mal jetzt mal gedacht, ich werde mal ein Experiment mal testen. Ich werde mal versuchen jetzt zu gucken wegen der Haltbarkeit, ohne zu kühlen. Das hier ist jetzt mit Salz. Das hier ist auch mit Salz. Das sind aber zwei Filets. Das ist ein Filet.
Es sind zwei Filets gewesen, also ein ganzer Fisch. Den hier werde ich jetzt auch gleich noch machen, aber ohne Salz und will mal nachgucken, welche von denen am schnellsten, sag ich mal, vergammeln tut, verrotten tut. Weil das wäre schon sehr interessant, würde das Salz das verhindern, also eine gewisse Verzögerung rausgeben an einigen Stunden, Tage vielleicht. Das wäre schon sehr interessant, auf jeden Fall mal zu wissen, dass das gehen würde, weil wenn es gehen würde, dann muss man ja eigentlich nur Salz die ganze Zeit benutzen bei dem Fisch und dann könnte man einen gewissen Vorrat schon machen, je nachdem, wie lange haltbar das Ganze ist. So, das ist jetzt auch normal. Hier sind aber zwei Filets, sieht man auch schon. Vom Gewicht her ist wesentlich größere Portion als wie die Portion. Das ist für den großen Hunger und das ist für den kleinen Hunger eigentlich mehr. Im Moment bin ich ja eh schon satt, daher brauche ich das jetzt nicht zu machen.